Hallo, heute geht es um meinen Universalbild, den ich auf dem Taktiker habe. Wie ja die meisten wissen, gehöre ich nicht zu den Leuten, die nur Infected und Hive und so weiter spielen, sondern mein Bild funktioniert auf jeder beliebigen Karte, vollkommen egal. Einzige Ausnahme ist Kobayashi Maru, dafür habe ich was ganz Spezielles, damit ich da alleine möglichst weit komme. Aber mein Universalbild, den benutze ich unverändert auf jeder Karte. Und seit es den Trade, den Raumschiff-Trade Complex Plasma Fires gibt, habe ich auch meine Bewaffnung ein bisschen geändert, bin da von Disruptor auf Plasma umgestiegen. Denn dieser Trade ist einfach nur total overpowered. Und selbst wenn er irgendwann mal nicht mehr mit Beamfire at Will zu schnell hochstackt, wird er immer noch komplett overpowered sein, wenn er nicht kommt. Grundsätzlich neu überarbeitet wird. So, und ja, dann gucken wir mal, was da rumkommt. Ich habe extra oben links den Resistior am Laufen, damit sieht, wie weit ich die Widerstände der Gegner ins Minus bringe. Und oben rechts sieht man das Mini-Window vom ACT. Da komme ich auf ungefähr ein bisschen was über 2 Millionen DPS aus Dauerfeuer natürlich. Das ist ganz wichtig, das macht den Universalbild auch aus. Dass es also vollkommen egal ist, ob die Karte in 10 Sekunden erledigt ist oder in 10 Stunden. Ich kann mit dem Universalbild eben meinen Schaden dauerhaft aufrechterhalten. Aber jetzt gucken wir mal, ich glaube, ich ballert so um die 8 Minuten oder so, aber ja, man sieht ja, wie sich das dann einpendelt. Die Karte bzw. Mission, die ich hier spiele, ist übrigens die Doomsday Device. Und die kriegt man als Föderierter schon ganz früh. Hat den ganz großen Vorteil, dass es hier ähnlich ist wie auf der Testkarte auf Tribble, also auf dem Tribble Server. Die Gegner können einfach nicht sterben. Nächster Vorteil ist, man muss nicht extra auf Tribble noch seinen Account hochleveln, damit man da genauso weit ist wie auf Holodeck. Und man muss sich überhaupt gar nicht erst einen Dribble-Account besorgen. An die Karte kommt praktisch jeder ran. Ja, und da ballert man einfach dann drauf los, solange wie man es haben möchte. Wie mein Setup aussieht, zeige ich jetzt einfach mal. Also ich mache hier jetzt natürlich keine super Tricks mit terranischen Waffen, die extra Schaden machen, wenn die Gegner schon bei Null sind. Wie gesagt, das ist mein ganz normaler Standard-Universalbild. Trades zeige ich auch gleich noch. Ganz wichtig finde ich hier den Deuterium-stabilisierten Warpkern. Den liebe ich, der ist extrem stark. Und die Konsolen zeige ich natürlich auch alle. Das alles natürlich während ich am Ballern bin, damit keiner sagen kann, das sind ja gar nicht die, die du benutzt hast im Kampf. Doch sind sie, genau die und keine anderen. Und ich benutze natürlich auch die neuen erweiterten Batterien für mehr Crit-Chance und mehr Schildpenetration, auch wenn es nicht viel ist. Kleinvieh macht auch Mist. Das sind meine Trades und das ist mein Brückenoffizierslayout. Wie gesagt, ganz normales Standard-PvE-Bild. Überhaupt nichts Besonderes und selbst ohne Nanny schon 2 Millionen DPS überhaupt kein Problem. Mit mehr Nannys gehe ich mal davon aus, dass ungefähr das Dreifache drin sein müsste, also 6 Millionen permanenter Schaden sind auf jeden Fall machbar.
mit permanent meine ich jetzt natürlich nicht so Infected Kindergarten, sondern wirklich permanent auf jeder Karte, egal wie lange sie dauert, wenn man tatsächlich genug Mannys dabei hat, ist das definitiv kein Problem. So, dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal langsam den Kampf, dass wir mal die Auswertung reinschauen können. Und die wird recht interessant sein, weil sie eben ja permanent recht hoch ausfällt. Hier sieht man schon, dass die Kurve sich so zwischen 2 und 3 Millionen DPS hin und her bewegt. Der höchste Peak lag bei 3,23 Millionen, aber es wird natürlich in die Berechnung auch die Anfangs- und Endphase mit einberechnet. Und deswegen pendelt sich das so bei 2 Millionen ein dann.
Interessant sind natürlich auch noch die Max-Hits, ne, also die höchsten Treffer insgesamt. Die haben, nachdem habe ich mal die Tabelle sortiert hier im ACT, und da ist deutlich zu sehen, dass das komplexe Plasmafeuer hier ganz weit vorne liegt. Aber auch das Juggernaut Array oder Akkas Rache oder wie auch immer das heißt, die Phaser-Lanze etc., die liegen recht weit oben. Aber auch die normalen, ganz normalen Kanonen, die sind auch nicht schlecht dabei. Von daher würde ich sagen, das passt so.